Meine Kollegin Annette Ewen ist in Gessin. Auch da haben sich die Menschen was ausgedacht. Und zwar das Dörbmobil, also das Dorfmobil. Ich bin in Gessin in der mecklenburgischen Schweiz. 60 Einwohner. Viermal am Tag fährt hier der Bus, allerdings nur von montags bis freitags. Samstags und sonntags geht hier gar nichts. Deswegen hat sich der Dorfverein gedacht, wir kaufen ein Elektroauto, das jeder, der es braucht, nehmen kann. Das ist ganz einfach. Es gibt ein Buch, man trägt sich ein und erledigt mit dem Elektroauto das, was man erledigen muss. Einmal im Monat gibt es einen Kassensturz. 25 Cent kostet der Kilometer. 1000 Kilometer sind bereits gefahren worden mit diesem Wagen. Er wird also gut angenommen. Ungefähr 10 Gessiner leihen sich das aus. Entstanden ist das aus der Idee, dass nicht jeder in Gessin ein Auto hat und auch nicht jeder einen Führerschein hat. Das ist also explizit Carsharing, aber auch eine Mitfahrgelegenheit. Also ein Dorfmobil, das sich jeder ausleihen kann, der es braucht. Eine Möglichkeit, um den schlechten Busverbindungen hier auf dem Land entgegenzuwirken.